Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Wrong World. Wir wollen mal gucken. Oh, guck mal, wie süß, der hat ja wirklich geschlafen neben mir. Wir haben eine längere Pause gehabt. Das ist definitiv eine Klappe. Die aber nicht aufgehen will. Warum nicht? Wir machen erstmal ein Foto davon. Das habe ich auf alle Fälle noch nicht gesehen. So, hier war aber noch was anderes, was ich noch nicht gesehen habe. Wo ist mein Hamster? Ach so, dieser Steinkreis da. Ach, hallo, doof. Du wolltest mich hauen? Du? Heimblöd? Sand. Aber ich kann doch jetzt nicht Gräber schänden, oder? Wo ist meine Schaufel? Sag bloß, ich habe keine Schaufel mitgenommen. Doch, habe ich. Aha. Ach du Scheiße. Was ist ein Sarg? Noch ein Sarg. Nein, ein Geist! Wo ist mein Hamster? Ich muss hier weg. Der lässt zwei Augen. Okay. Oh, eine Münze. Willen. Das weiß ich noch nicht. Ich brauche ein Foto von dem Hamster. Oh Gott. Der ist echt schnell. Der ist schneller als man selber. Okay, sehr schön. Und ich habe mein Foto. Oh, da ist noch eine Heilpflanze für einen Heiltrank. Ich weiß ja momentan nicht genau, wie ich an die Ledermengen reinkommen soll für die. Aber okay, vielleicht müsste ich doch mal ein, zwei Tierchen töten. Irgendwo geht das nicht anders. Kann ich die Augen aufnehmen? Nein. Die verschwinden aber irgendwie, ne? Kein Fußball damit, kann man nicht. So. Ach, warte mal, das auch mal probieren nehmen. Noch eine Münze. Sehr schön. Habe ich dies mitgekommen oder nicht? So, kann man aus den Särgen was rausholen? Oh, oh, Stiefel. Okay, in Särgen sind auch Stiefel. Hätte man auch drauf kommen können, ne? Moment, da wir keine Stiefel mehr brauchen, können wir die ja umwandeln in Leder. Sehr praktisch. Oh, wie geil.
Inventory voll. Na, aber das kannst du da aufnehmen, da. So, genau. Droppen wir mal eben. Wir essen noch mal eben was. Dann können wir den Stiefel aufnehmen. Dann können wir noch die Kohle mitnehmen. Und Holz brauchen wir nicht. Pilze aus einem. Ja, okay. Gut, stimmt. Jetzt, wo du es so sagst, klingt es natürlich schwierig. Jetzt ist. Weißt du, das, eben sagt sie noch, nie, mal was Neues finden, jetzt ist es auch nicht recht, ne? Pilze aus dem Sarg, da kommst du auch nicht drauf klar, was? Oh Gott. Hamster, Hamster! Ich glaube, wir haben alle, ne? Aber was hat das denn jetzt mit dem Ding da auf sich? Können wir den Geist dahin locken? Macht das Sinn? Nein, macht nicht Sinn! Okay, wie kriegen wir das denn auf? Nachts? Ist ein Bunker oder ein Observatorium? Eigentlich eher ein Bunker. Wo ist denn der Geist hin? Der ist hier geblieben, okay. Lass mal. Ja, zum Erkunden lass mal weiterlaufen. Sag ich halt nichts mehr, bin eh hundemüde. Na, du kannst ja ruhig was sagen. Geh einfach mal ein bisschen. Ne? Ich mach doch nur Spaß. Du doch hoffentlich auch, oder? Komm hier, Bergkamps. Kennst du den schon? Oh nee, den kenne ich selber noch nicht. Doch, das hat er letztes Mal auch gemacht. Aber das mit dem anderen drumherum, das kannte er nicht. Dann geht auch schlafen, Bergkamps, wenn du so müde bist. Du, bin ich auf dem Tablet? Liegst du womöglich schon im Berg? Hier scheint nichts Spezielles zu sein. Ich würde ja unheimlich gerne diesen Gärtner wiederfinden. Also weiß ich es wiederfinden, vielleicht gibt es den auf dieser Insel ja gar nicht. Oder drüben ist ein Kohleautomat oder so. Insert Coin, ich habe gar keinen Platz mehr. Lass mal einmal kurz nach Hause. Inventar leer machen. Und dann weiterlaufen. Ich weiß gar nicht. Ach doch, in diese Richtung müssten wir, glaube ich, nach Hause kommen, ne, oder? Da ist es ja schon. Ihr liegt ja neben mir im Bett, warum? Ach so, guck mal, Kuscheln. Ach, das ist ja süß. Wow, ein Feuerwerk hier da vorne. Kurz mal eben die Schmiede anschmeißen. So viel herstellen, wie es geht. Auch Sand, glaube ich. Glas. Wir sollten mal nach Glas Ausschau halten. In das Sand Ausschau halten. Meine Güte. Wieso denn nicht? Ach, die Kohle fehlt mir. Ach, Gold habe ich aber in der Tat nicht genug.
Oh, Kupfer ist jetzt auch mal alles hergestellt. Kuhglas. So ein Tumult in meinem Bett. Ein Wahnsinn. Sehr schön. So, wir haben zwei Glas. Das ist gut. Lass mal gucken, was wir noch craften können. Und dann gehen wir gleich weiter auf die Reise. Ich kein Leder mehr. Wir haben 5 Münzen. Wir lassen uns mal welche mitnehmen. Space Helmet. Warum habe ich den eigentlich nicht mehr auf? Wann habe ich den denn abgenommen? Ist mir gar nicht aufgefallen. Da könnten wir uns einen Heiltrank machen. Das ist gut. Die Angeln müssen wir jetzt ja nicht unbedingt mitnehmen. Ne? Das kostet ja auch nur Inventarplatz. Warum habe ich denn den Helm nicht mehr auf? Wann ist das denn passiert? So, was kann man jetzt... Den Teleporter, ein Copper Wiring, dafür brauche ich das Electronic Workbench Upgrade. Ich glaube aber, das ist ein Alchemietisch. 5 Leder, 2 Glas, 20 Holz, eine Kupfer an einen Goldbarren. Das haben wir doch. Ein Kupfer an einen Goldbarren. Lass uns doch mal das Electronic Workbench Update machen. Es fehlt noch ein Leder. Uns fehlt leider noch ein Leder. Von daher möchte ich vielleicht doch gleich mal eine Ausnahme machen. Und 1, 2 von diesen knuffigen Lebewesen killen. Weil diese knuffige Leben, die bringen mir ja Leder. Weil ich glaube, ich jetzt auch gerade keinen Lederbaum mehr am Start habe. Dann muss ich die leider mal eben. Hier da vorne ist doch schon so ein knuffiges Lebewesen. Verzeih mir, Berggams. Ich brauch das Leder. Wieder Magel, ich brauch das Leder. Und Berggams auch, du bist ja Vegetarierin. Gar nichts. Ich hatte einen, den habe ich abgeerntet. Aus der Lederbaumzucht, das ist insofern nicht viel geworden. Aber wir sollten dazu mal übergehen. Wenn der jetzt noch ein Leder droppt, machen wir mit dem einen Leder eine Lederbaumzucht auf. Ah, hat er nicht. Dann müssen wir leider den auch noch töten. Kann ich anders. Der ist genau neben meiner Heilblume. Eigentlich wollte ich nur die pflücken. Der ist mir versehentlich in die Handschuhe gelaufen. Ihr habt das gesehen. Ein Leder. Okay, dann sind wir ja im Reinen. Deutsche Duftbäume, die riechen nach Wurst, ja. Na komm, damit wir 2 Lederbäume machen können. Ich meine ja nur. Der war da gerade, der ist jetzt auch alleine ohne seine Freunde, möchte daran nicht mehr leben. Außerdem ist er krank. Na. Hinterlässt nur Fleisch. Was doof ist. So ein sinnloser Tod, der arme Kleine. Ja, ich könnte natürlich jetzt auch das ganze Leder, was ich habe, anpflanzen an Bäumen. Oder ich verbrauche die. Okay, es ist wahrscheinlich besser für die Tierchen, wenn wir das Leder anpflanzen. Es dauert aber echt lange, bis das gewachsen ist. Ne? Ich könnte mir sonst den Alchemy-Table herstellen. Dafür bräuchte ich 5 Leder. So wie das aussieht, brauche ich sonst auch erstmal kein Leder mehr. Dann pflanze ich nur einen an. Ich pflanze einen Lederbaum an. Einen, so.
Kann ich den jetzt gießen vielleicht? Direkt? Bringt das was? Nee. Bäume kannst du nicht gießen. Schade. So, jetzt kommen wir an unseren Alchemietisch. Was braucht ihr dafür? Schon wieder vergessen. Ja gut, für die Lampe brauche ich ein Leder, aber das hat Zeit. Nuklearreaktor. 2 Glas, 20 Holz. 2 Glas. 5 Leder. Und 20 Holz. Ich weiß nicht, warum die so langsam wachsen. Das ist mir echt ein Rätsel. An Alchemietisch. Ach, you need to be near a bench. Was passiert denn da draußen jetzt? 2 gespawnt. Die vertragen das Klima dann nicht. Nächstes Mal können wir über ein Gewächshaus nachdenken, ja. Das stimmt in der Tat, muss ich sagen. Endlich. So. Jetzt können wir hier nämlich Glowstick of Doom. Fuel Cell, ein Glowstick, Long Range, Massive Damage, Good Times. Das klingt ja gut. Eine Kettensäge, den pneumatischen Drill zum Beispiel. Also, 4 Gegner sind echt schon nicht ohne gleichzeitig. 4 sind echt schwierig. Das ist meine Herausforderung. 4 Stück, alle Achtung. Nicht schlecht. Oh. Ging Puls nach oben oder fühlte sich jedenfalls so an? Aber wahrscheinlich nicht, ne? Meine Güte. 94 ist, glaube ich, Rekord. Ja, ich meine, ich wäre auch fast tot gewesen. Ne? Lass uns mal eben Gemüse. Gut, dass wir den Alchemietisch jetzt haben. Auf der anderen Seite, ich habe nur eine von diesen Heilpflanzen, ne? Es ist schade, dass wir die Blumen nicht anpflanzen können. Aber dann wäre es wahrscheinlich zu leicht. Du musst es halt, musst dich halt mit Essen heilen. Ne? Das ist halt nicht so optimal. Weil von da jetzt wieder auf ein hohes Level zu kommen, ist gar nicht so einfach. Der Reaktor ist cool. Okay. Mal gucken, wie wir uns das bauen können.
Es hängt ja immer davon ab, auch wie lange wir so leben halt, ne? Und ich war auch schon überlegen, dass man sagt, ach komm, Neustadt wäre jetzt eigentlich nicht so schlimm. War ja nicht viel los. Und dann sehen wir vielleicht nochmal eine neue Insel, wo vielleicht doch ein bisschen mehr los ist. Aber also die Pilze, wir haben Fleisch, das hier haben wir, Flappels haben wir. Wir haben zweimal Säure, nochmal Fleisch. Lass uns mal eben einmal richtig reichlich zu essen machen. Dann ist es weg. Die Startplattform bauen, einfach nur um sie zu haben. Ich muss mal gucken, ich habe da gar keine Startplattform gesehen bisher. Der Schattenwurf ist auch geil hier, ne? Teilweise. Jetzt so mit der Schaufel. Kartoffeln. Erze konnte ich nicht bisher anbauen. Aber Leder, Eis und Sand. Wollen wir gleich mal gucken hier. Was habe ich? Karotten, Kuchen. Den Flapple Pie machen wir uns auf jeden Fall. Wir könnten uns noch ein Veggie-Smoothie machen. Bei den Karotten bin ich mir nicht so sicher, aber die Säure möchte ich jetzt, glaube ich, eben nicht verbrauchen. Wer weiß, ob ich die gleich für irgendwas brauche, die Säure. Das wäre nicht so gut, wenn ich dann keine hätte. So, okay, fertig mit der langen Kochorgie. Ich packe die Karotten erstmal wieder zurück. Den Brokkoli auch, die Flappels, wir... nehmen jetzt erstmal was uns heilt. Den hier. So, dann warte ich mal wieder ein bisschen, bis ich ein bisschen hungrig bin und mache den Rest mit Fleisch. Und das Essen bleibt hier. Und die Toffel, wir hätten uns noch einmal Pommes machen können, das wäre gegangen. Eis kommt da rein. So, was brauchen wir? Ach, für die Getränke brauchen wir ja Glas. Das heißt, wir müssen Sand finden. Das heißt, wir sollten in die Wüste... Invisibility Potion. Wir bräuchten viel mehr Sand. Viel mehr Sand bräuchten wir. Guck mal, die habe ich gleichzeitig angepflanzt, die beiden, ne? Der ist gewachsen. Ich glaube, dass die den, das, was auch immer die da hinten abgezogen haben, das wird das Problem gewesen sein. Die haben mir die Bäume wieder zurückwachsen lassen. Das wird es sein. Warte mal. Nicht so nah an der Kante. Das ist nicht so günstig. Die sind doch immer noch nicht ausgewachsen, oder? So, wir haben Münzen, wir haben Fleisch mit. Wir bräuchten die Gießkanne jetzt erstmal. Doch, die nehmen wir mal mit, die Gießkanne. Okay, wir haben nicht viel Leben, aber... Es gibt Blumentöpfe für deine Blumen. Ja, es gibt. Ich weiß noch nicht offen gestanden, wofür die sind. Also klar, für die Blumen, aber ich weiß nicht, wo der Unterschied dann ist. Habe ich noch nicht ausprobiert. Ich denke mir mal, dass ich die würde ich wahrscheinlich dann zusammen mit dem Gewächshaus machen wollen.
bräuchte jetzt für das Gewächshaus oder allgemein erstmal ein bisschen mehr Glas. Ich kann natürlich auch einfach versuchen, in der Wüste nur mal zu buddeln, um Glas zu finden. Aber wir wollten uns ja ein bisschen umgucken, ob hier noch... Wie groß mag denn dieses Gebiet da sein? Diesmal gehe ich nicht so nah ran. Leder. Das sind Kisten, ne? Da sind die Kisten versteckt, ey. Wie soll man denn da rankommen? Gar nicht, oder? Das sind keine Straßenschilder, das sind Warnschilder, hier nicht betreten. Und da sehe ich doch aber mindestens zwei oder drei Kisten. So ein Ärger, ey. Pilz. Heilpflanze, sehr schön. Eine Sandburg wäre toll. Ich kann da nicht hingehen, die sind, wir stellten hier noch eine Kanone hin. Hast du mal versucht, dich mit der Kanone dann in das Maul zu schießen? Wie sieht denn das überhaupt aus? Aber kann man wahrscheinlich wieder nicht, fliegt man wahrscheinlich wieder durch, denke ich mir, ne? Was nur kaputt? Oder vorne ist aber mehr los. Hier kommt irgendwas Großes. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut, dass die nochmal kommt. Das ist super. Die kennen wir jetzt zwar schon, aber ist egal. Oh, eine Sandburg. Komm, die nehmen wir auch mit, die Sandburg. Dann gehen wir dann mal hoch. Da kamen schöne Kisten bei raus. Jetzt wissen wir, was wir damit machen müssen. Aber beim ersten Mal war dieser Anblick war so geil. Das ist, kriegst du halt nicht wieder, ne? Diese erste Überraschung, die kriegst du halt von keinem Spiel wieder. Das ist auch der Grund, warum ich auch keinen WoW mehr spiele. Also, weil so wie es damals am Anfang war, wird es halt nie wieder sein, weil du die Naivität halt nicht hast, ne? Du kennst die ganzen Sachen und alles. Ich weiß jetzt genau, was ich machen muss und wie ich vorgehen muss. Und vorher war das halt nicht so. Das ist eigentlich schade. Ja, es wird Zeit, dass das Blitzdingsen erfunden wird. Das stimmt. Da hast du recht. Wobei, wenn ich mit 70 noch spiele, dann erledigt sich das vielleicht von alleine. Weil ihr hört nämlich jetzt auf und die Kisten kaputt gemacht hat. Und das sieht geil aus. Und überall. Meins! Mein Brokkoli!
Boah, ihr Schweine. Mann, das war natürlich viel cooler letztes Mal, weil der neben meinem Haus gespawnt ist und die ganzen Sachen natürlich, die ganzen Heimblöds da auf mich abgeschossen hat, ne? Das war natürlich irgendwie was anderes. Ich glaube, auf den Stein könnte ich verzichten, wenn es hart auf hart geht. Jo. Den hätte ich aber ganz gerne noch dabei. Sand nochmal. Ja, Sand musst du echt suchen. Also am besten Sandburgen in der Wüste. Und die sind auch kleiner als man denkt. Mö. Ja, die Pflanzen können wir nicht mitnehmen. Kein Platz mehr. Sumpfland. Ach, hier ist immer so ein Schluckspecht. Inspekt. Na, schade, er geht durch mich durch. Bin mal gespannt, ob das später nochmal was anderes macht. Letztes Mal habe ich ja zu kurz gelebt, um das noch zu sehen. Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. So. 31 Minuten. Ich verabschiede mich mal aus der Folge. Wir sammeln hier noch ein bisschen Sand in der Wüste ein. Und ich glaube, als nächstes steht dann vielleicht doch ein Gewächshaus mal an mit Blumentöpfen oder sowas. Macht's gut, bis dann. Tschüss.